Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben in den letzten Videos gesehen, dass wir in Dateien sehr einfach Strings oder Byte Arrays reinschreiben können bzw. auslesen können. Allerdings ist das noch nicht ganz das, was wir aus Programmiersicht eigentlich wollen. Wir haben im letzten Video gesehen, wir haben es im Wesentlichen immer mit Objektgraphen zu tun. Und wir wollen eben diese Objektgraphen direkt in eine Datei bringen oder beziehungsweise aus einer Datei einen Objektgraph wieder herstellen. Und dazu habe ich eben im letzten Video den Begriff Serialisierung und analog dazu die Deserialisierung eingeführt. Und das sind eben die Vorgänge des, wir haben einen Objektgraph und möchten ihn in ein Format überführen, das sich abspeichern lässt, oder eben analog umgekehrt, wir haben ein solches Format und möchten daraus einen Objektgraph wiederherstellen. Und dann kam natürlich die Frage auf, gibt es dafür eine Standardlösung? Und ja, die gibt es. Wir haben die Möglichkeit, dass wir eben die bekannten Formate einsetzen, um uns die Arbeit daraus oder zu diesem Thema zu erleichtern. Dieses Serialisierungs- und Deserialisierungsproblem ist natürlich in der Informatik wohl bekannt und ist auch seit mehreren Jahren gelöst, weswegen wir uns da keine großen Gedanken machen müssen. Ich erkläre jetzt einfach mal ein bisschen was zu den üblichsten Formaten, die man heutzutage eben einsetzt, um Objektgraphen zu serialisieren. Wir haben da zum einen die JavaScript Object Notation, abgekürzt JSON. Die wird sehr oft heutzutage eingesetzt. Wir werden uns diese aber nicht anschauen, sondern die Alternative dazu sozusagen, die auch eine unglaublich hohe Verbreitung hat, die heißt Extensible Markup Language oder XML. Man sieht eben, zu Beginn ist, oder das erste Wort eben wird eben nicht mit E abgekürzt, sondern mit X, weil eben diese beiden Buchstaben zusammen wie ein X wirken. Und deswegen hat man sich da aus Coolness-Faktoren meines Erachtens nach für das X entschieden. Ein bisschen was zur Historie. XML hat seinen größten Schub Ende der 90er und im Verlauf der 2000er gehabt. Meines Erachtens oder meines Empfindens nach. Da ist dieses Format eben sehr stark gepusht worden. Warum? Weil man zu diesen Zeiten eben sehr stark darauf geachtet hat, dass verschiedene heterogene Umgebungen, also beispielsweise wir haben Java-Prozesse und wir haben hier C-Sharp oder C++-Prozesse, da hat man eben dann erstmals im großen Stil sich Gedanken darüber gemacht, wie können wir denn ein Format schaffen, damit all diese verschiedenen Applikationen mit ihren unterschiedlichen Ökosystemen und Plattformen miteinander kommunizieren können. Und da ist eben als großer Sieger im Formatstreit die XML-Notierung rausgekommen. Und mittlerweile wird XML aber immer mehr von JSON verdrängt. JSON kann im Prinzip genau das gleiche wie XML, nämlich beliebig komplizierte Hierarchien untereinander darstellen. Und der Vorteil ist an JSON, dass es, ich schätze jetzt mal aus dem Bauch raus, also nehmen Sie es nicht auf die wahre Bahre, aber es sollten so 50-60% der Größe von XML sein. Also sozusagen JSON ist deutlich kleiner als XML, was natürlich ein Vorteil ist, wenn wir sehr viele Daten verschicken wollen, dann haben wir eben uns den entsprechenden Prozentsatz an Speicher eingespart. Wir werden uns trotzdem XML anschauen. Warum? Weil es immer noch eine sehr hohe Verbreitung hat und unter anderem auch deshalb, weil wir eben bei der Oberflächenprogrammierung mit WPF, was wir uns später anschauen werden, auch auf einen XML-Dialekt stoßen werden. Prinzipiell sind aber beide Sachen, JSON und XML, sehr leicht verständlich und ich denke mal, wenn Sie XML verstanden haben, können Sie sich in JSON sehr leicht einarbeiten. Also zumindest war es bei mir so, ich hatte nicht wirklich großartige Probleme.
Wir fangen jetzt aber sofort mit einer Beispieldatei in XML an, damit wir uns mal ansehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und dazu mache ich einen Rechtsklick auf das Projekt, sage Add und füge dann eben ein neues Item hinzu und bin dann eben im Punkt Data angelangt, wo ich jetzt hier ein XML-File auswählen kann. Und ich mache hier wirklich mal bloß ein example.xml. Und so sieht der Beginn einer XML-Datei aus. Was Sie hier sehen, ist die sogenannte XML-Dokumentendefinition. Was Sie häufig sehen werden, sind eben die spitzen Klammern. Die zeigen eben in XML bestimmte Tags an. Und die XML-Dokumentendefinition sagt eben quasi aus, hey, welche Version von XML wird denn hier eingesetzt? Üblicherweise benutzt man hier immer die Version 1.0. Und wie sind denn die Inhalte encodiert? Hier eben UTF-8, auch das müssen Sie nicht wirklich beachten. Also diese Dokumentendefinition können Sie eigentlich immer genauso, wie sie ist, stehen lassen. Ich habe in meiner Programmierkarriere noch nie eine XML-Datei gesehen, die in UTF-16 oder in irgendeinem anderen Format abgespeichert wurde. Anyway, also wir sehen, das ist die Dokumentendefinition. Unterhalb dieser Definition muss genau ein Root-Knoten in XML stehen und den zeichnen wir uns jetzt direkt mal ein. Wir sehen schon, Visual Studio macht mir auch sofort das Ende dieses Root-Knotens, wenn ich hier eben mit dem Anfang des Root-Knotens fertig bin. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen ein sogenanntes Start-Tag. Das Start-Tag wird delimitiert von wiederum zwei spitzen Klammern. Und innerhalb dieser spitzen Klammern muss der Bezeichner stehen, wie dieser Knoten heißen soll. Also ich kann ja auch was anderes schreiben, wie zum Beispiel foo oder sonst irgendwas. Hier habe ich eben explizit mal Root-Knoten geschrieben, damit man merkt, okay, hier, das ist der Root-Knoten. Wichtig ist, es darf keine anderen Knoten neben diesem im XML-Dokument geben. Das ist verboten, wenn man ein wohlgeformtes XML-Dokument schreiben möchte. Also wenn ich hier jetzt eben foo nochmal mache, dann sehen wir sofort, hey, hier ist ein Fehler, weil XML-Dokumente, wenn sie wohlgeformt sind, eben nur genau ein Root-Element, ein Wurzelelement hier oben erlauben. Also, das ist das Erste, was wir uns mal merken. Das ist eben das sogenannte Start-Tag, was ich hier oben jetzt markiert habe. Das ist das End-Tag dazu. Das heißt, dieser komplette Knoten erstreckt sich jetzt sozusagen von diesem Start-Tag bis zum End-Tag. Und wir sehen, dass das End-Tag eben sich vom Start-Tag unterscheidet, indem hier noch ein Slash ist. Und dieser Slash sagt eben an oder zeigt an, hey, ich bin das End-Tag zum entsprechenden Start-Tag mit demselben Bezeichner. Ja, also wir sehen hier, diese beiden Namen müssen gleich sein. Wenn ich jetzt was anderes eingeben würde, also Visual Studio lässt mich nicht mal, er aktualisiert automatisch den entsprechenden anderen Knoten damit. Wenn man hier aber jetzt, wie ich es in diesem Fall hinbekommen hätte, eben den Bezeichner nicht gleich wählt wie hier oben, dann bekommen wir auch hier wiederum einen Fehler, dann haben wir kein wohlgeformtes XML. Okay. Der Punkt ist jetzt, warum mache ich überhaupt Start und End Tag? Weil ich nämlich beliebig viele Subknoten zu einem Knoten immer hinzufügen kann. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, das ist der Unterknoten A. Und dann hätte ich noch einen Unterknoten B beispielsweise. Und natürlich auch noch, wenn ich möchte, einen Unterknoten C. Und wir sehen hier auch, ich darf nicht einfach diese Bezeichner mit Leerzeichen machen. Ich kann aber, wenn mein Knoten, Unterknoten C, selbst nichts enthalten soll, hier sofort dieses Start-Tag mit Slash, spitzer Klammer zu, abschließen. Und dann sind sozusagen dieser Knoten hier abgeschlossen. Ich brauche dann kein End-Tag dafür. Innerhalb von Unterknoten A und Unterknoten B kann ich dann natürlich wiederum weitere Knoten definieren. Also ich kann sozusagen diese Hierarchie an Knoten beliebig aufbauen, wie ich es möchte. Es ist vollkommen egal, wie das eben strukturiert ist. Hauptsache es passt
eben zu dem Schema, dass wir einen Knoten haben und ein Knoten kann beliebig viele Unterknoten haben und auf der Root-Ebene darf genau ein Knoten existieren. Also ich könnte eben Subknoten A1 machen, wenn ich das möchte. Und innerhalb eines Knotens kann ich nicht nur andere Knoten unterbringen, sondern auch Text. Beispielsweise so. Hier haben wir beispielsweise beim Unterknoten A, der hat eben jetzt diesen Subknoten als Inhalt. Der Inhalt von Subknoten A1 ist aber eben direkt dieser String hier. Auch das ist erlaubt. Das zweite, was erlaubt ist, ist eben, dass ich Attribute setze. Attribute werden innerhalb des Start-Tags eines Knotens mit spezifiziert, indem man einfach sagt, das ist der Name des Attributs und das ist der Wert, den dieser Knoten für dieses Attribut eben erhalten soll. Mal etwas kleiner, damit wir alles sehen. Und so könnte ich beispielsweise auch einen Subknoten A2 kennzeichnen. Ich hatte hier eben Attribut Wert 2 und ich mache jetzt eben bei diesem Knoten mal gar keinen Inhalt. Und so sieht das Ganze aus. Ich nehme nochmal diesen Unterknoten C weg, weil ich hier bei Unterknoten B noch etwas machen möchte. Subknoten B1. Und hier könnte ich sogar nochmal einen Subknoten reinmachen mit B11 und den schließe ich eben so ab, weil ich ihm keinen Inhalt geben möchte wie allen anderen Knoten sonst hier, außer Subknoten A2, also den könnte ich auch direkt so abschließen. Dadurch spare ich mir wieder etwas Schreibarbeit. Aber das ist eigentlich alles, was man über XML wissen muss. Das sind sozusagen XML-Knoten, die hierarchisch aufgebaut sind. Wie die strukturiert sind, kann ich mir als Entwickler selber überlegen. Wichtig ist bloß, es darf nur einen Root-Knoten geben, der eben neben der XML-Dokumentendefinition steht. Und jeder Knoten kann beliebige Attribute haben. Also ich kann ja beispielsweise auch auf den Root-Knoten sagen, foo ist gleich holla. Und dann wäre eben für das Attribut foo der Wert holla auf dem Root-Knoten. Ich könnte hier auf dem Unterknoten aber foo auf irgendwas anderes setzen. Auf hey. Das macht jetzt natürlich alles keinen Sinn, aber über dieses Dokumentenformat können wir jetzt eben beliebige Informationen, die wir haben, abbilden. Wie könnte das denn jetzt bei uns ausschauen? Nicht indem wir hier solchen Blödsinn schreiben, sondern wir könnten zum Beispiel, wenn wir wieder zum Thema Kontakte zurückgehen, wir könnten sagen, unser Root-Knoten heißt Kontakte. Und innerhalb dieser Kontakte können wir eben jetzt einen Kontaktknoten machen. Wir könnten dann zum Beispiel sagen, die ID für diesen Kontakt ist die 1. Und dann können wir innerhalb jetzt sagen, der Vorname für diesen Kontakt ist beispielsweise Walter. Der Nachname für diesen Kontakt ist beispielsweise White. Das Alter dieses Kontaktes ist die 52. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch noch einen weiteren Kontaktknoten wiederum aufmachen. Mit der ID 2. Und hier haben wir eben als Vorname Jesse. Ich kann mir das jetzt einfach hier kopieren. Pinkman. Und der Typ ist 27. Zumindest am Ende der Serie. Aber Sie sehen, wenn wir eben das entsprechend anhand unserer Klassen beispielsweise so abbilden, dann bekommen wir jetzt eben ein XML-Dokument, das irgendwie Sinn macht. Und das speichert uns jetzt eben unseren Objektgrafen. Und wir könnten uns hier auch vorstellen, dass wir eben sagen, wir könnten jetzt hier noch E-Mail und Telefonnummer und was wir sonst noch alles zu unserem Kontakt hinzugefügen wollen, Adresse und so weiter, noch als zusätzliche Knoten für jeden Kontakt eben einfügen wollen. Ist aber nicht notwendig. Und so können wir aber mit XML unsere Daten
in ein Format bringen, das wir eben so als String abspeichern können. Oder hier habe ich es ja direkt schon in einer Datei stehen. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man diese XML-Daten einfach über Netzwerkkommunikation an andere Prozesse schickt und diese können dann in ihrem eigenen Arbeitsspeicher dieses Format wiederum zu einem Objektgraph machen und darauf entsprechende Funktionen aufrufen, irgendwelche Funktionalität auslösen, was man sich da eben vorstellen kann. Und genau das ist eben der Punkt, der mit Serialisierung gemeint ist. Das ist XML, das ist ein Format für Serialisierung. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Eine Sache möchte ich aber noch herausstellen, und das sind sogenannte XML-Namespaces. Wir brauchen sie jetzt noch nicht gleich, aber wir werden spätestens bei der Oberflächenprogrammierung wieder auf sie zurückkommen. Und wir können hier eben... Ich mache mal eine neue Datei auf. Einen Moment, damit wir das hier besser haben. Wir machen mal eine HTML-Datei, glaube ich. Oder wir machen nochmal eine... Beispiel HTML.XML-Datei. Wir haben hier wieder die XML-Dokumentendefinition und Sie haben vielleicht schon von HTML gehört. Das ist eben sozusagen XML-Dialekt mittlerweile, würde ich sagen. Ich glaube, HTML hat eigentlich vor XML existiert, genau weiß ich es aber auch nicht auswendig. Das müsste man nochmal nachschauen. Auf jeden Fall könnten wir hier eben einen sogenannten XML-Namespace angeben. Zum Beispiel für XHTML. Und was ist ein XML-Namespace? Im Prinzip ist das ausschließlich ein Attribut, das wir auf einen bestimmten Knoten setzen, üblicherweise dem Root-Knoten, wo wir eben festlegen, also dieses Attribut muss erstmal XMLNS heißen. Ja, das ist quasi sozusagen reserviert. Und wir sagen damit aus, dass dieses HTML-Element und alle Subknoten, die in ihm drin liegen, standardmäßig zu diesem Namespace gehören. XMLNS. Das heißt, der komplette Name dieses HTML-Knotens wäre also dieses Präfix, ich glaube dann Doppelpunkt und HTML. Vorsicht, verwechseln Sie bitte nicht XML-Namespaces mit C#-Namespaces. Im Prinzip erfüllen Sie aber die gleiche Funktion. Wir sagen damit, dass dieses HTML-Element tatsächlich irgendwie eine Instanz sozusagen in Hochkommata von diesem Element ist, was eben hier in diesem XML-Namespace definiert ist. Wir können dann eben hier sagen, innerhalb dieses HTML-Elements soll ein Body-Element sein. Und der Punkt von XML-Namespaces war eigentlich mal, dass wir eben sogenannte XML-Schemas festlegen können. Und diese Schemas beschreiben wiederum, wie eine XML-Datei aufgebaut werden kann. Und da man, wenn man eben bestimmte Elemente zu bestimmten Namespaces zuordnet, kann man dann eindeutig sagen, okay, also wie bei C#, eben der Full Qualified Name, das ist eben ein Element von dieser Instanz. Und das Schema sagt aus, der HTML, das HTML-Element darf eben genau ein Body-Element haben. Und hier könnte ich dann eben eine Überschrift machen mit Hello World und eben hier einen Absatz mit P wie Paragraph. Das hier oben ist der Standard Default Namespace. Das heißt, wenn wir hier kein Präfix vorhängen, dann sind automatisch alle Elemente von HTML ausgehend, alle Subknoten, automatisch in diesem Namespace, und wenn ich hier quasi irgendwie Blödsinn schreiben würde, dann würde das auch, oh, es ist gar nicht mal verboten, zumindest sagt es noch nicht, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wenn ich innerhalb des Bodies sowas reinschreibe, dann sollte er zumindest eigentlich sagen, dass es nicht, okay, ich bin verwirrt, normalerweise zeigt er mir jetzt hier an, dass es nicht okay ist, was ich hier mache,
Also was ich auch mal machen könnte, ich versuche jetzt einfach mal dieses Body-Element hier oben zu ändern. Auch dann sollte eigentlich... Okay, er meckert heute nicht. Ich weiß nicht, warum er nicht meckert. Also irgendwie ist die Überprüfung anhand dieses Namespaces eben ausgeschalten. Tut mir leid. Das ist aber auch gar nicht der Punkt, auf den ich noch hinaus möchte. Wir können nämlich nicht nur den Default Namespace festlegen, sondern auch explizite Namespaces. Und hier sage ich eben, dass der explizite Namespace X festgelegt werden soll und den mache ich jetzt über, bloß zu einer willkürlichen Adresse. oda-regensburg.de schemas custom XML, sowas beispielsweise. Warum benutzt man hier eben üblicherweise solche Adressen? Im Prinzip kann man hier jeden beliebigen String angeben. Also ich kann ja auch foo reinschreiben. Ist vollkommen okay. Oder irgendwas. Man hat eben diese URLs benutzt, damit man sicher ist, dass man nicht in Konflikt kommt mit anderen Organisationen. Das heißt quasi die www, diese W3, die eben XML spezifiziert hat, hat eben diesen Namespace gewählt mit seiner Domäne drin, damit sie sicher sind, dass Microsoft mit ihren Schemas sich nicht in einem Namenskonflikt befinden. Deswegen werden hier häufig URLs genommen, wo eben die Domäne des entsprechenden Instituts, die diesen XML-Namespace definiert hat, eben mit enthalten ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Also man kann zwar diese Links auch verfolgen, wenn man möchte, aber hier sehe ich jetzt auch, wo der Fehler ist, warum er jetzt gerade nicht über das gesehen hat, weil ich hier nämlich einen Slash vergessen habe. Und wenn ich jetzt hier eben, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Dampfer, wenn ich jetzt hier eben was Falsches eingebe, dann wird hier automatisch überprüft, kann das HTML-Element laut Schema für XHTML eben dieses D, J, F, K, L und so weiter Element enthalten? Nein, das darf es nicht und das bekomme ich dann hier eben auch als Fehler mit angezeigt. Also er sagt hier eben, das ist ein invalid child element. Also es lag daran, dass ich diesen Namespace hier falsch spezifiziert habe. Ich den Doppel-Slash vergessen habe. Ja, es gibt eben teilweise die Möglichkeit, dass man hinter diesen Links auch Beschreibungen für den XHTML-Namespace hier dann eben findet, für diesen XML-Namespace. Es muss aber nicht sein. Also, wie gesagt, wichtig ist eigentlich bloß die Domain, die drin ist, damit wir eben nicht in Namenskonflikt bei den Namespaces mit anderen Organisationen kommen. Genau. Und dann könnte ich hier jetzt eben wiederum sagen, dass ich hier Xnode, das wäre eben jetzt mein Knoten, den ich hier habe, ein Element aus anderem Namespace. Und der Punkt ist eben hier, dass wenn ich Node nicht im XHTML-Namespace haben möchte, dann muss ich hier eben dieses Präfix wählen, was ich hier für diesen Namespace vergeben habe. Ja, also ich habe hier gesagt, X soll stehen für diesen OTH, Custom XML Namespace, und wenn dieses XML-Element oder dieser Knoten dann eben zu diesem Namespace gehören soll, dann muss ich hier eben diesen Präfix X Doppelpunkt schreiben und das werden wir dann auch nochmal bei der Oberflächenprogrammierung zu Gesicht bekommen. Okay, dann hat sich das Ende dieses Videos dann doch noch etwas hinausgezogen mit diesen XML-Namespaces. Tut mir leid. Wichtig vielleicht auch noch kurz, Attribute oder sowas gehören zu keinen XML-Namespaces. Auch diese Strings, wenn wir sie direkt als XML-Inhalt oder Knoteninhalt schreiben, das gehört auch zu keinem Namespace. Diese XML-Namespaces beziehen sich immer bloß auf Knoten, direkte XML-Elemente. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt einen Einblick bekommen, wie sieht denn XML aus. Okay, das können wir strukturieren, wie wir wollen. Wir können die Knotenhierarchie beliebig aufbauen. Und wir haben mitbekommen, dass es auch Namespaces gibt, obwohl sich deren Sinn uns jetzt noch nicht direkt erschließt. Aber wir haben gesehen, wir können eben unsere Liste von Kontakten eben in XML einfach in dieser Weise darstellen. Und das ist jetzt eben der Punkt, den wir im nächsten Video nachgehen.
gibt es dafür eine automatische Lösung, dass ich meine Sachen automatisch serialisieren lassen kann von bestimmten Klassen. Und die gibt es natürlich. Und das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.